Du solltest deine Froschphobie überwinden. Du solltest deine Blutphobie überwinden, du kleine Mimose. Sonst muss ich die nochmal ins Level ziehen, oder sehe ich die gerade einfach nicht? Oben an der Treppe. Oben? Ah, da, genau. Hier oben bin ich! Kommt hier hoch! Sind da noch mehr solcher Viecher? Nee, hier ist nichts. Ich hoffe nicht. Ohne. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und ich bin raus. Unfühltiger! Ich mag Spinnen nicht. Bam, bam, bam! Es ist eine deutliche Steigerung zu den Fröschen gerade eben. Nein! So, die muss ich erstmal wegmachen. So, und die muss ich mal. Zack. Oh, du hast eine Spinne vergiftet. Welche Ironie. Ach, so muss das. Ah, damit. Nein. Boah, die ist ganz schön groß, ne? Ich muss übrigens gerade anmerken, dass ich keinerlei Fähigkeiten habe, außer mit dem Wesen drauf zu dreschen. Ah, du bist da gerade irgendwie so scheiße irgendwie raus. Ah, es geht aber trotzdem, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Oh nein, sie ist zu nah. Mach sie weg! Ah, Quotenspinne! Genau, so heißt die Spinne übrigens. Quotenspinne. Oh, was? Alle Achte von mich gestreckt! Oh, kriegst du erstmal auf die Fresse, Junge! Hat jemand eine Lupe dabei? Alter Schwede, ihr seid viel zu stark! Ich glaube, ich habe euch die zu starke Waffen gegeben. Unterschätzt die Macht eines Besens halt nicht. Ich kenn zwar sonst nichts, aber ich hab einen Besen. Zünd sie an, Talida, zünd sie an! Okay. Ah. Ja, und verbrenn mich mit! Negrofeuer! Direkt Negrofeuer auf Blutwurst, der stirbt gleich eines ganz schrecklichen Todes. Du solltest ins Wasser springen oder irgendwas machen. Du bist gar nicht mit dem gleich stirbt, Loti! Loti ist gleich tot! Das ist doch egal mit dem Feuer, Hauptsache die Spinne ist tot! Alter Schwede, aber wie viel hast du noch? 6 Lebenspunkte hast du noch gerade. So, könnt ihr bei der Spinne jetzt irgendwas looten, eigentlich? Nein. Aber nein, mal. Nee. Aber mal. Ich nur jetzt, also, ihr merkt. Gesprochen, ist es gewollt, dass ich keinerlei Fähigkeiten habe? Ja, das ist alles noch gewollt. Also, die Spinne hat eigentlich tatsächlich an ihren 8 Füßen 8 Schuhe, die ihr euch nehmen könnt. Und ich lege euch jetzt kurz daneben an. Hier, ich habe etwas Fleisch gefunden in diesem Knochenhaufen. Haare dran. Mich erinnert das an irgendein Märchen, aber ich glaube, da kam eine Katze drin vor. Ich fand, das hat noch nie, habe ich noch nie in einem Spiel gehabt, dass du von der Spinne auch 8 Schuhe bekommst. Finde ich eigentlich total logisch. So, ich kann dich schon irgendwo verstehen, es ist ziemlich kalt hier unten. Seine Spinnenstiefel nicht aufgesammelt. Ja, ihr solltet auch noch mal so ein bisschen aufnehmen. Wie, du kannst nichts aufnehmen? Die Spinnenstiefel, die da liegen? Ich stehe daneben. Wer hat noch keine Spinnenstiefel? Ja. Kleiner Heiltrank. Jetzt genau, ihr solltet sowieso noch mal euch so ein bisschen umgucken. So, Leuchtevieh ist auf jeden Fall inzwischen bei den Blumen angekommen und ist ganz glücklich. Ihr seid total gute Babysitter. So wenig Probleme hatte ich noch nie, wenn ich hierher gekommen bin. Ja, unterschätzt nie ein Mann und sein Besen. Das heißt, du wusstest, dass sie hier sind, oder wie? Natürlich, ich wollte euch doch zu den Blumen führen. Hättest du nicht mal deinen Vater mitnehmen können? So. Leute, ich habe hier oben in Nancy angefunden. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Sehr gut. So. Ich war übrigens so frei und habe alle anderen Blumen hier eingesammelt. Ich kann damit bestimmt was anfangen. Ich habe ein Buch mit Chemie aufgesammelt. Das ist doch sehr gut. Hier, da ist auch noch was. Hier ist eine Leiter. Ich habe mal das Buch über Feenstaub kurz durchgeblättert. Ja, und? Hast du was gelernt? Ich lernte das Rezept für Feenstaub, Knochenstaub und Sternenstaub. Können wir alles nicht machen. Und ist da dran? Es hat sich gelohnt, meine Freunde. Ha, ich sehe besser aus.
Wir sind noch Eimer, also hey, wenn ihr noch einen Helm braucht. Der Fabel hat die richtige Rüstung aufgesammelt und hat jetzt endlich mal Rüstungswerte. So, aber da war auch noch ein Heiltrank drin und da unser Blutwursch hier ziemlich lädiert aussieht, gebe ich den mir mal. Ah, ich habe den genommen schon. Sehe eigentlich. Er hat einen anderen Heiltrank gefunden. Ihr solltet weil euch jetzt trotzdem noch ein bisschen umgucken. Auch gerne aufs Maul kriegt, den auch nochmal. Ey, Heiltrank. So, bitteschön, bediene dich. Hat jetzt jeder einen, dankeschön. Welch fulminantes Gefäß. Ein Seil, sehr gut, falls ich mal wieder mein Leben hinterfrage. Sehr schön, sehr schön. Gut. Hier stehen noch ein paar Eimer, wer noch braucht. Ich habe schon einen. Leuchte, wie gesagt, ihr ist inzwischen langweilig. Sie will wieder nach Hause. Oder zu ihrem Papa. Weil sie sagt, dass Pavel komisch riecht. Hier, warte mal, Leuchtefee, warte mal, lauf nicht weg. Kennst du vielleicht den Weg hier zu dem Eingang zu dieser Höhle mit diesem Wesen? Welche Höhle? Welches Wesen? Ich will zu Papa, du riechst komisch. Ja, tschö. Witzig, dasselbe hat sie mich auch schon gesagt. Also, geht ihr zurück? Ja, oder? Ja. Oder wollt ihr noch weiter gucken? Ich glaube, wir haben ich will alles. Zurück. Weit weg von den Froschleichen. Frösche sind böse. Ja, Spinnen sind niedlich, aber Frösche, die gehen gar nicht. Nein. Spinnen sind ekelhaft. Aber Frösche so mit Soße. Endlich froschfrei. Seid ihr jetzt auch da? Ach, ihr seid wieder in dem Kerker drin, okay. Nehmt einfach mal die Tür raus, dann könnt ihr da rauslaufen. So. Leuchte viel. Ich glaube, die haben auch einen Magier hier. Die Tür ist einfach verschwunden. So, und jetzt ist echt die Frage, warum diese, warum ich diese komische Bank nicht, zerstören kann, die vor der Zelle von Cernion steht. Irgendwie merkwürdig. Was? Das glaube ich nicht. Wieso kann ich meinen Eimer nicht mit Bier befüllen? Ich könnte versuchen, sie anzuzünden. Geht mal aus dem Weg, die Bank nervt. Oh. Nee, ich glaube, die hat irgendwie 400 irgendwas an... Ach, nichts, was mein Besen schafft. Jetzt hat es geklappt. Irgendwie ist da mal immer so ein bisschen ein Bug drin. Bloß im Anblick des Besens ist die Bank kaputt gegangen. Genau. Das muss ich hier nochmal beherrschen. Zack. Und? Habt ihr deine Nancy an? Ich habe ja vorhin völlig falsch gesprochen. Ist irgendwas passiert? Du kriegst auf einmal so anders. Habt ihr deine Nancy an gefunden? Ja, von Ricola. Oh, lecker. Gib ihn mir. Bitteschön, hab's dir reingeschmissen. Wunderbar. Hier ist eure... jetzt muss ich wieder... Weil ich das euch nicht direkt geben kann. Das ist irgendwie sehr ungünstig gemacht hier. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ich gehe auf Verwalten. So. Ich lege euch die jetzt mal hier hin, ja? Und zwar ist das, sind das zwei Ringe. Die müsst ihr euch aufteilen. Seht ihr die auf dem Boden liegend? Ja. Das sind die Ringe der Blutgrätsche. Damit seid ihr nun gewappnet und könntet mit Sergeant Ralle sprechen, um... Als ich diese Ringe so anschaue, bekommt mich ein Gefühl, als würde ich sie stehlen, wenn ich sie aufhebe. Deswegen lasse ich die Finger davon. Ja, ich habe genau das gleiche Gefühl. Nee, ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass die Cernion euch die gegeben hat. Genau. Was ein Klunker so groß wie mein Gesicht muss ich haben. Vorstellungen können vor Gericht nicht argumentiert werden, daher lasse ich das. Und ihr solltet das einmal ganz kurz anlegen und dann bemerken, dass ihr damit eine neue Fähigkeit habt. Ich fühle mich so feurig. Irgendwie ist mir das unangenehm. Ich glaube, ich gebe dem Ring lieber jemand anders. Das ist nur der Ausschlag. Das liegt an den flohversausten Fetzen, die wir hier tragen. Also ich bin raus, der Ring passt leider nicht zu meinem Eimer. Das stimmt. Tatsächlich.
So, schön. Was? Und gültiger, welch Kräfte? Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, die Ringe natürlich wieder zerren und zurückgeben, wenn keiner die anlegen möchte. Ein sehr... Hier ist Copinato übrigens, der ist die ganze Zeit am Bierfass. Ich stelle gerade fest, die Spinne hat mir was gegeben, weil sie mich gebissen hat. Und es sind leider keine Spinnenlarven. Wie leider? Ich kann eine jetzt Spinnennetze verschießen. Ich bin Spider-Man. Wer ist Spider-Man? Ein Franzose. So, also, wollt ihr zu dem, euch auf den Weg machen zu dem eigentlichen Monster? Ja, komm, machen wir, oder? Bisi und ich sind bereit. Ich bin auch bereit. Nach schier endlosen Irrungen und Wirrungen durch ein altes unterirdisches Gangsystem gelangt ihr schließlich in eine Höhle gigantischen Ausmaßes. Scharfe Felsen und zerklüftete Vorsprünge werfen unheimliche Schatten und lassen euch immer wieder aufschrecken. Ihr bemerkt mit einem Mal, dass euer Atem sichtbar wird. Es ist kalt geworden. Die leichte Kleidung, die ihr mitgebracht habt, kann euch kaum gegen die tiefen Temperaturen und den eisigen Wind schützen. Hätten die uns nicht einen Pulli geben können, meine Güte? Meine Güte, ich zähle mich zwar nicht als klaustrophobisch, aber das hier ist eine deutliche Steigerung zum Kerker. Ja, würde ich sagen, ne? So ein bisschen groß. Hat jemand noch irgendwas Fleisch von den Wölfen oder den Schweinen von gestern übrig? Ich habe Hunger. Ja, ich habe hier noch rohes Kaninchenfleisch, aber ups. Wie machst du das? Das Feuer ist auf einmal ausgegangen und wieder an. Magische Kräfte. So, ihr bewegt euch einfach mal ein bisschen rum, wie ihr wollt. Ich muss gerade hier noch ein paar Sachen einstellen, aber die betreffen euch ja nicht. Meine Freunde, ich bin ehrlich, ich wage mich kaum von der angenehmen Wärme des Wagenfeuers zu entfernen. Diese Brücke ist nicht vertrauenswürdig. Doch, guck mal, hier kann man prima drauf rumhüpfen. Hüpf, 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 hüpf. Dein Hüpfen lässt dir klar zu wünschen übrig. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Schaukel, schaukel. Schaukel, gut, das geht auch nach links und rechts hier. Schaut euch das mal an hier. Das sieht nach einer Art Altar aus. Wenn auch sehr rudimentär. Und da liegt doch wer. Sieht eher nach einem Schlafsack aus, bemerkst du. Als nach einem Altar. Vielleicht war das Buch so unfassbar langweilig, dass er einfach vor Langeweile gestorben ist. Boah, guck mal hier. Das Skelett hat noch was an. Eine Hose. Muss ich wohl vorher ausgezogen hat. Das scheint mir ein Schlüpfer-Roman zu sein hier oben. Wer möchte es aufheben? Ich hab's aufgehoben. Entschuldigung. Nee, ich rede nicht von der Hose. Ach so. Ich rede von dem schlüpfrigen Roman hier. Es ist schlimmer als schlüpfrig. Es geht um Götter. Ihr bemerkt übrigens, dass es noch ein wenig kälter geworden ist. Mensch, ich dachte, Ballonhosen sind ja in den 90ern out. Ja, aber ich fühle wieder neue Kraft durch meine Gliedmaßenstäuben. Glaubst du nicht, dass es nur die Wärme? Könnte sein. Oder auch nicht. Einerlei. Auf jeden Fall ist es hier immer noch ziemlich kalt. Wir sollten irgendwo in die Nähe von Feuerfleisch gehen. Lass uns mal in Bewegung bleiben, sonst erfrieren wir noch. Ich zumindest. Ich bin Frostköttel. Ihr habt ja auch noch eine Ausgabe, ne? Ich kann da mal ein kurzes Nickerchen auf den Schlafsack empfehlen. Bisher haben wir uns nicht einmal hinlegen können, seit wir hier angekommen sind. Ach, ich fühle mich frisch. Immer nur Lauferei, Lauferei, Lauferei. Tu dies, tu jenes. Wir sind auch hier, um Urlaub zu machen. Was ist das denn hier? Hat sich mal einen Schlittschuh? Verdammt, Dacke! Blondwurst hat sich erstmal auf die Schnauze gelegt. Genauso auch Talida. Thank you.
Oh, so. Wundgütiger! Ihr habt Gecko Fresh gefunden, das grausame Biest, was unten im Keller sich befindet. Und welches hier an seinem neuen Album arbeitet, mit einem Klavier in der Ecke und mit ziemlich vielen Büchern. Er sollte weniger Minze fressen und eher was Scharfes. Ihr seid mal richtig schön an der falschen Ecke reingekommen. Wärt ihr über die andere Brücke gekommen, wäre das alles wesentlich einfacher. Jetzt habt ihr einen ziemlichen Nachteil. Aber gut. Ihr seid sowieso relativ stark unterwegs ja inzwischen. Gut, ich beginne, ja? Keine Ahnung, was du damit anfangen kannst. Geh mit dir einfach mal. Eingesponnen, ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig bewegen. Alter Schwede. So, und jetzt klatscht er richtig. Der Borsch muss aber auch immer extra dick auftragen, oder? Alter, was ist da, wie viele Sachen kannst du da eben machen, Blutwurst? Ja, nur das, was der Herr mir gegeben hat. Ja, das ist, Regeneration auch noch. Alter Schwede, ich hab dich viel zu stark gemacht. Mal gucken, ob ich Schlittschuh laufen kann. Diese Kräfte, unglaublich. Er ist nicht ausgerutscht. Herr Pavel. Oh, jetzt wow. Ist er. Feuer eingesponnen. Es ist viel zu kalt, ich will wieder in mein Bett. Oh. Bong. Wo legst du direkt hin? Da legst du nieder. Gute Nacht. Aber sowas von. Muss dein Gewicht anders verlagern. Alter. Es muss, geht so nicht schlecht. Ich hab einen Eim auf dem Kopf, ich seh doch nicht. Dann noch umfällt sie wieder. Das ist wirklich das Lustigste eigentlich. So, jetzt muss ich mal ganz kurz. Wieso habe ich eigentlich keine Fähigkeiten? Das ist merkwürdig. Au! Seht ihr das? Ich glaube, das Vieh redet mit sich selbst. Ja, redet tatsächlich mit sich selbst. Ich hätte doch eigentlich Fähigkeiten hier eingestellt. Du bist aber jetzt nicht dran, ne? So nicht mehr, nee. So. Verdammt, hält die Hand schon mal aus. Mach eine Handtasche draus. Nicht dran zu erinnern, du haust mir den kleinen Messerchen auf das Ding ein. Ich hab wenigstens einen Besen, lass mich mal ran. Ja, komm nur ran. Hier ist dir wenigstens warm. Eine Wohltat für meine Füße. Ihr steht zwar alle im Feuer, aber ist ja egal. So richtig verstehen tue ich das tatsächlich nicht, warum ich die Fähigkeiten, die ich eigentlich hatte, nicht habe. Das ist echt merkwürdig. Au! Ziemlich scharfe Zähne, das Vieh. Ja, und auch etwas stärker als die anderen bisher. So, immer auf die Augen. Sag mal, hast du Red Bull gesoffen oder warum bist du so flink? Die Damen halten sich vornehm zurück, würde ich denken. Wenn du wüsstest. Ja, großartig, wegen dem Nebel kann ich nichts sehen. Stimmt. Talida, ich glaube, oh, dammit, Gecko Fresh ist vorbei. Man, gut, das Ding ist so fett, man kann es trotzdem treffen. Au. Ich brauche Winterreifen. Au, ich auch. Das sieht echt so geil aus. Gebt euch nicht, ich schreibe euch Mut zu. So, Achtung. Ich muss euch jetzt nochmal wieder die Sachen so geben. Das ist echt total dämlich, dass ihr nicht looten könnt. Dass ihr die Sachen nicht. Aber bist du nicht ganz koscher? Mich nass zu machen, während es hier so kalt ist? Verzeiht, aber ich glaube, es sollte euch gleich sehr viel besser gehen. Ach, mit Fleischhuten wäre ich klargekommen, aber diese Kälte ist ja furchtbar. Ach, verzeiht.
Ich werde mich in Zukunft zurückhalten. Jetzt ist mein Kamerafokus auf Pavel, aber ich lenke mich noch selber. Ja, bei mir auch. Hast du das, Kumpel? Irgendwas ist hier merkwürdig. Warte mal. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich das nicht. Du musst einfach nur doppelt auf deinen Charakter oder also links oben auf das Bild klicken. Doppelt, glaube ich. Dann müsstest du wieder bei dir sein. Ich bin eigentlich gerade bei Gecko Fresh und versuche noch irgendwie herauszufinden, wo die ganzen Sachen hin sind. Aber egal, ihr nehmt jetzt einfach den Kopf von Gecko Fresh mit und... Also, habe ich doch gesagt, ich hab's aufgehoben. Ach, du, das konntest du looten? Hm? What? Dann verstehe ich jetzt überhaupt nichts, warum man mal looten kann und mal irgendwie nicht looten kann. Aber gut, dann will ich nichts gesagt haben. Siehst du, Looting. Wegen der Nässe bin ich jetzt ausgerutscht. Ah, Dankeschön. So, ich habe mal die Leiche geplündert. Ich habe ein bisschen Schinken. Ich habe ein Nippelpiercing von Gecko und Geckos Prinz Albert. Meldet sich jemand freiwillig, um diese beiden Dinge an sich zu nehmen? Ich will mir nichts davon zu tun haben, okay? Ich auch nicht. Ich probiere mal das Nippelpiercing aus. Das passt alles nicht zu meinem Eimer. Ich finde, Jassi kann mal den Prinz Albert probieren. Was? Vielleicht gefällt es dir ja, ich weiß nicht. Es gibt ja auch so Piercings, die in den, also in den weiblichen Partien ebenso gepierst werden. Haben die auch so einen Namen? Die heißen ja bestimmt nicht Prinz Albert, oder? Also ich kenne mich da nicht so wirklich aus, muss ich sagen. Aber ach, die Community weiß bestimmt, wovon ich rede. So, also ihr macht euch wieder auf dem Rückweg, würde ich denken, ne? Ja. Vorher wärme ich mich noch eine Runde am Verlagerfeuer auf. Alles klar. So. Ich muss meine nassen Klamotten trocknen. So, ich muss mal gerade ganz kurz, wenn ihr wieder hier seid, ganz kurz pausieren, weil ich noch kurz was einstellen muss. So. Irgendwie ist mir jetzt, ob ich in diesem Abenteuer nicht allzu viel leiste. Aber ich habe einen Besen. Du kannst die Leiche im Hinterher wegfegen. Booster, bleib bei deinem Besen. So. Also. Als ihr endlich wieder zurückgefunden habt, bietet sich euch ein beunruhigendes Bild. Die Wachen sind in heller Aufruhr. Trotz dem erfolgreichen Abschlusses eurer ersten Quest scheint man nicht gerade interessiert an euch zu sein. Etwas anderes scheint die Männer der Stadtwache zu beschäftigen. Mann, mir scheint, als ob sie mal was für ihr Geld tun würden. Genau. Oder sind es halt Waschweiber hier? Entschuldigung? Was tut? Ja, bitte. Mit wem sprichst du? Mit dem Herrn mit dem Schild. Ich kann den Namen leider nicht sehen. Einfach mit dem Mauszeiger drüber. Da müsstest du ihn sehen. Ja, ich stehe mit Gamepad. Ach so. Ach echt? Krass. Mhm. Crazy shit. Dergel. Also der Aufschrift auf seiner Rüstung sagt mir, der heißt Dergel. Ah, ist draufgeschrieben, das ist praktisch. Entschuldigung, was ist denn hier los? Eine unserer Insassen ist verschwunden. Plötzlich, ohne Ankündigung. Die Hexe Zernion hat den Kerker verlassen und wir wissen nicht, wo sie hin ist. Stimmt, ja. Ja, blöd, ne? Wahrscheinlich sucht sie eine Blumenwiese. Sie wollte irgendjemand hat ihr wahrscheinlich irgendwelche Utensilien für ihre Zaubersprüche zugeschustert. Und wir wissen nicht, wer das sein könnte. Wenn wir den vermute mal ganz stark, wird er gehängt, gevierteilt und geköpft gleichzeitig. Sergeant Ralle war's. So, jetzt Majesty Extended kommt übrigens auch gerade angedackelt. Ich habe schon gehört. Und er spricht angeregt mit Sergeant Ralle. Ich trete näher und höre dir zu. Naja, sie sprechen so leise miteinander, dass dir nicht der genaue Wortlaut klar wird. Aber dir wird klar, dass sie sehr aufgeregt sind über das Verschwinden von Zernion. Ich gehe mal einen Schritt zurück und wende mich an meine Kameraden.
Ja, hier, wir haben ja jetzt die Freiheit versprochen bekommen, ne? Dann können wir die ja jetzt endlich mal einfordern. Wir haben ja jetzt gemacht, was der von uns verlangt hat, ne? Ich bin ja normalerweise eher der zynischere Typ, aber meint ihr, es war wirklich eine kluge Idee, dieser Zenia uns zu helfen? War das diese Blutgrätschen wirklich wert? Naja, frag dich selbst. Wieso? Ich habe von dir nichts angenommen. Ach so, ja, das war dann wohl ich. Hm. Um Himmels Willen, was ist denn da los? Teufel. Der brennt, geh weg! Da brennt ich auch wieder. Der Na, endlich habe ich meine Leuchte vor mir stehen. Das war nicht beabsichtigt. Wir sollten ihn ausdrehen. Ah, schon alles wieder gut. Nichts ist passiert, tut gar nicht mehr weh. Nein, das sei Ihnen ein Licht aufgegangen. Oh, die Helden. Wie sieht es denn aus mit eurer Queste? Habt ihr das Biest in den Kellern erledigt? Das Blut an diesem Besen? Das kann ja von allen kommen. Das kann ja von der Ratte nebenan kommen. Ich das kam schon von einem sehr schlechten Sänger mit Nippelpiercing. Bitte was? Das steht nur Bahnhof. Er konnte nicht wirklich singen. Er hatte Probleme, sich zu artikulieren. Konnte daran liegen, dass es hauptsächlich vom Molch abstammt. His Majesty Extended versteht nur Bahnhof. Ah. Oh. Oh. Ihr habt es ja tatsächlich geschafft, das Biest zu erledigen. Nun denn. So hört die Aufgabe, die euch bevorsteht. Ein namenloses Übel hat Punterstreich befallen. Er schleicht sich des Nachts in die Häuser meiner Untertanen und verbreitet Angst und Schrecken. Drei Familien wurden auseinandergerissen und niemand weiß genau, was oder wer hier sein Unwesen treibt. Findet heraus, wer oder was mein Reich heimsucht und merzt es ein für allemal aus. Schafft ihr dies, werde ich eure schwarze Katze freilassen. Bis dahin wird sie unserem tapferen Sergeant Ralle Gesellschaft leisten und euch daran hindern, die Grenzen Punterstreichs zu überschreiten. Oh His Gott, Majesty hat gesprochen. Katzen. Alles Weitere erfährt ihr von Sergeant Ralle. Ich muss mich jetzt um meinen Bart kümmern. Und was ist mit dem... Hey, was ist mit dem Freundschaftsfest? Ja, genau. Hier, Sergeant Ralle, mal Butter bei die Fische. Ja, wir haben die Freiheit versprochen bekommen. Ja, was ist jetzt damit? Ist doch euer Problem, nicht unseres. Hey mal, Bursch, du kümmerst dich um meine Katze, während wir hier beschäftigt sind. Dreimal am Tag bürsten, ist das klar? Wollt ihr es wirklich mit mir aufnehmen? Wollt ihr wirklich? Du siehst leider nicht sehr kompetent aus, deswegen ja, sage ich es dir extra. Du bist einfach zu frech. Ey, nicht gleich aufbrausend werden hier. Autsch. Ich weiß noch nicht, was es soll, aber mir hat es gefallen. Ich will nicht wissen, wie lange ich mich auf die Schuhe lag. Oh, also. dieses Blut. Oh. Meine Rücken, er meldet sich langsam. Oh Gott, ich auf. So, Sergeant Ralle gibt euch unwillig ein paar Informationen. Und zwar gibt er euch die Information, dass es drei Familien betreffen. Und zwar die Satris. Achso, jetzt kann ich das hier mal ganz kurz veröffentlichen. Die Moskaus. Moment. Und die Familie Nikodemus. Ich zwick's am Rücken. Ich glaube, wir werden noch Griechen treffen. Flauschelbauch sagt, ich will lieber zu Zernion. Nee, Flauschelbauch sitzt immer noch im Keller mit Sergeant Ralle und Leuchtefee. So, ihr habt jetzt auf der Karte die Auswahl, wo ihr hin wollt. Ja, wo sollen wir hin, Leute? Mich dürstet jetzt nach Wodka, Leute. Ich glaube, wir suchen erstmal die Moskaus auf. Oh ja. Ja, solange es nicht brennt.